Das ist schon eine ganz spezielle Situation, die wir da hören im Amos. Das Königreich Davids ist inzwischen geteilt in ein Nordreich und ein Südreich, Israel im Norden, Juda im Süden. Und aus dem Süden tritt da plötzlich ein Mann auf, der nicht zur offiziellen Riege gehört, nicht zum Heiligtum im Bethel im Norden gehört. Und nach Eindruck des Priesters dieses Heiligtums und auch des Königs riskiert er eine ziemlich dicke Lippe mit dem, was er sagt. Wir haben das gehört, was dieser Prophet so ausrichtet, etwa der gestrige Lesung. Ich kann eure Lieder nicht mehr hören. Ich will eure Schlachtopfer nicht mehr sehen. Das Recht und die Gerechtigkeit sollen fließen und nicht die vielen Krankopfer. Der Lärm eurer Lieder geht mir auf die Nerven. So einen können wir hier nicht brauchen. Lässt dann der Priester ausrichten und der meldet es dem König. So einen wollen wir hier nicht. Das ist nicht systemkonform, was dieser Mann macht. Und er wird zur Rede gestellt. Geh du dahin, wo du herkommst, nämlich in den Süden. Da kannst du als Prophet auftreten, wenn du schon mal zu seist. Ich bin gar kein Prophet, sagt dieser Amos. Ich bin ein Bauer, ein Viehzüchter. Und Maulbeerfeigen, da kenne ich mich auch nicht aus. Das Einzige, was mich auszeichnet, sagt Amos, ist, dass Gott selber mich schickt. Und ich sage nichts aus mir heraus, sondern nur das Wort, das ich von ihm höre. Das ist wirklich ein Prophet. Im Verständnis des Alten Testamentes. Kein Berufsprophet, keiner, der davon leben kann, keiner, der in irgendwelchen Interessen über dunkle Kanäle von Jehovian oder wie sie bis heute heißen, Geld bezieht oder leben kann, sondern der das Wort Gottes sagt und nichts anderes gibt. Der Prophet, so hat er bei den Alttestamentlern gesagt, ist kein Vorhersager, sondern ein Hervorsager. Er sagt das hervor, was er von Gott hat. Wenn Gott ihm kein Wort gibt, hat er keins. Ist er stumm. Solche Propheten, die echten, und Jesus wird es immer wieder in Erinnerung rufen, weil er das gleiche Schicksal erleidet, solche Propheten leben immer gefährlich. Wir haben das bei Elia schon gesehen. Und Amos geht es nicht anders. Wenn wir dieses Wort heute hören, am ersten Donnerstag im Monat, wenn wir den Priesterberufen beten, dann sehen wir vielleicht, wie groß die Kluft inzwischen geworden ist. Wir Priester sind, in unserem Land zumindest, kirchensteuerentlohnte Staatsbeamte. Aber das ist natürlich nicht der Sinn des Priestertums. Und deshalb funktionieren auch die ganzen Berufungsstrategien nicht. Wir können nicht zum Priestertum Menschen rekrutieren, wie man die für einen Regierungsapparat rekrutiert. Wenn wir nicht die prophetische Kraft dieses Amtes, die Christus selber hineingelegt hat, wieder entdecken, dann wird es schlimm bestellt sein. Wir können es tun. Was heißt die prophetische Kraft dieses Amtes? Zunächst einmal nur das Evangelium zu bringen, so wie Jesus seine Apostel zunächst aussendet, zu heilen und Umkehr zu verkünden. Das, was das Evangelium heute in der Heilungsgeschichte deutlich macht. Dieser Mann wird von etwas geheilt, wovon er noch nicht mal wusste, dass er darunter leidet. Deine Sünden sind dir vergeben, sagt Jesus. Aha. Wenn wir mit einem solchen Satz heute gehen, dann heißt es ja, so ein typisch frommer Spruch, was anderes fällt dem Pastor nicht ein. Also fromme Sprüche zu machen. Irgendwie so ein bisschen frommer Zuckerguss. Aber das war es dann auch schon. Jesus zeigt, indem er den Gelähmten heilen kann, indem er seine Bahre nimmt und nach Hause geht, dass das eben kein frommer Spruch ist, sondern, wie wir am Sonntag im Evangelium schon gesehen haben, dass es um die umfassende Heilung des Menschen geht. Wir, die wir inzwischen alle mehr oder weniger Anhänger einer Gesundheitsreligion sind, das kann man manchmal von den frommsten Seelen hören, Hauptsache
Aber dann bitte schön in dem umfassenden Sinn, dass der Mensch ganz gesund ist. Und ohne Gott leidet er permanent an sich selber und geht an sich selber zugrunde, an seinen Begierden, seinen Wünschen, seinen Vorstellungen, weil der Mensch, wie es die Väter sagen, auf Gott hin geschaffen ist und von ihm her nach ihm gebildet ist. Deshalb gibt es diese unstillbare Sehnsucht in uns, von der Augustinus spricht, unter der auch gelitten hat, aber schließlich seinen Weg führt. Das gilt es immer wieder neu zu entdecken, in jedem und jeder von uns. Das ist die prophetische Kraft, die Christus in seine Kirche gelegt hat, damit wir wirklich diesen Weg der Erlösung gehen und auf diesem Weg ganz heil und gesund werden.